Hallo, hallo meine Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video von mir. Ich war bei Rossmann und habe mich für euch ein bisschen umgeschaut. Ihr wisst, dass es Rossmann auch hier in der Türkei gibt und zwar in Alanya sogar zweimal. Einmal in Alanya selbst, in Alanya City und bei uns hier jetzt in Mahmutlaş. Und der hier bei uns in Mahmutlaş hat gerade erst eröffnet, so ich glaube 2 Wochen muss das her sein. Und deswegen bin ich einmal dorthin. Das Geschäft liegt in der Yekta Mall. Das ist auch eine neue Einkaufsmall hier bei uns in Alanya Mahmutlaş. Und dort habe ich euch einmal hin entführt und werde euch zeigen, was dieser kleine Rossmann alles zu bieten hat. Ich muss aber vorweg sagen, er ist sehr klein, aber trotzdem recht süß gemacht. Er hat alles, was man braucht, ist sehr gut bestückt und allerdings einige Geschichten sind noch nicht ganz aufgefüllt. Klar, hat ja gerade eröffnet, aber nichtsdestotrotz lohnt sich ein Besuch. Auf jeden Fall, schaut euch an. Ich habe nämlich auch alle Preise aufgeführt. Also ich habe drauf gehalten, wie viel kostet das Ganze, damit ihr dann auch Bescheid wisst, wie viel ihr hier in der Türkei für Shampoo und Ähnliches bezahlen müsst, weil das doch manchmal ein bisschen unterschiedlich ist zu den Preisen in Deutschland. Also, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei meinem Video. Ich muss ein Voice-Over drüber legen, weil leichte Musik im Hintergrund gespielt wurde. Und ich hoffe, dass euch das Ganze gefallen wird. Hier sind wir jetzt in der Yekta Mall angekommen und hier seht ihr den kleinen Rossmann. Er ist ein bisschen schwer zu finden, deswegen, ja, aber wenn ihr da mal fragt und ein bisschen euch durch die Yekta Mall durchschaut, dann findet ihr das auch. Hier sind wir jetzt schon an den Kosmetikständen und zwar gibt es ähnlich wie bei uns im Rossmann aufgebaut hier den Maybelline-Stand. Der Löscher für 149 ist sogar günstiger als bei uns, aber ich glaube, könnten mir auch vorstellen, dass das vielleicht so Sonderangebote sind. Das sieht aber nicht so aus. Es ist ein ganz normales Preisschild. Das weiß ich jetzt nicht, aber der Löscher ist günstiger. Der kostet da 8,75 oder so und bei uns 9,75. Also einen knappen Euro weniger umgerechnet natürlich mit dem heutigen Kurs. Ja, hier haben wir alles, was man braucht. Superstay, die ganzen Lip-Tint-Geschichten hier, 167. Rechnet euch das bitte selber aus. Guckt euch den Lidl-Kurs an. Der steht, gestern stand er 1 Euro zu 17,8. 137 kosten hier auch die Mascara. Jetzt sind wir bei Rival de Loop, gibt es dort auch. Ein bisschen spärlich, sind nicht alle Produkte vorhanden. Ich glaube mal auch, dass die einen Ansturm da gemacht haben, die Einheimischen und die Leute, die dort ausgewandert sind. Hab euch ein paar Preise mit so abgefilmt. Schaut mal, hier zum Beispiel haben wir 80 Teller für die Foundation oder 75 für die Foundation, hier 86. Also es ist eigentlich ähnlich aufgebaut wie bei uns in Deutschland. Habe aber eigentlich feststellen müssen, dass die LEs nicht zeitgemäß sind. Aber ich habe jetzt hier auch keine LEs gesehen, muss ich sagen. Der Stand ist noch total... der ist ausgerüstet. Der daneben, der Essence-Stand ist nicht da. Hier gibt es noch... jetzt sind wir am Make-up Revolution. Der ist auch gut bestückt. Da haben die nicht ganz so doll zugeschlagen. Aber auch hier leere Fächer, seht ihr, gibt es auch hier. Ja, haben wir zum Beispiel eine Palette, habe ich nochmal geholt und das Glitzergedöns, da würde ich ja im Leben nicht tragen. Ja, also da haben wir eine ganze Flormar gibt es bei uns nicht, bei Rossmann. Da haben die auch ein paar Geschichten hingestellt. Ich fand das jetzt nicht unbedingt günstiger, muss ich sagen, ein bisschen vielleicht. Also hier die Lippenstifte knapp 90 und 107 Mascara. Also da kann man sich auch gerne mal umschauen. Was haben wir jetzt da? Müsste ich mal weiter zurückgehen. Ich erinnere mich nicht mehr. Pastel, Kosmetik Pastel heißt wohl die Marke. Ich kenne die türkischen Marken auch noch nicht so richtig, muss ich gestehen. Da bin ich jetzt auch gerade ein bisschen überfragt. Hier haben wir die ganzen Jilt-Bakume, das heißt die ganzen Pflegegeschichten für die Haut, also Hautcreme und Serien und all Toner, was man halt braucht, Gesichtswässerchen, hier Garnier habe ich mal abgefilmt, 53 Teller im Preis. Und was haben wir hier noch, was ich näher im Preisen herangeholt habe, hier Isana, die ganzen Geschichten, Hautcremes, Preise. Jetzt sind wir hier bei den Duschgeschichten, glaube ich, hier bei den Dusch oder sind es Hautcremes, ich kann es gerade nicht erkennen. Satchla, das sind für die Haare, das ist Shampoo und Spülung und Conditioner und Haarkur, Pantene,
Ich habe aber festgestellt, dass die Flaschen teilweise größer sind als bei uns, also die Mengen. Hier ist ein tolles ja, jetzt habe ich es gerade nicht gesehen. Hier haben wir eine feste Seife, 40,75. Davon hatte ich euch ja letztens erzählt, von der Isana Eigenmarke. 40 ist aber auch ein Angebotspreis, ne? Muss man immer auch bedenken. Die haben immer so Preisschildchen dran gemacht. Hier das Birkenwasser von Isana kostet 40,75. Und ja, da muss man mal gucken, inwieweit das günstiger oder teurer ist. Ich habe ein paar Preise verglichen. Die sind teilweise zum Beispiel günstiger, aber viele, gerade Isana selbst, ist teurer und auch um ein ganzes Stück teurer. Ich werde euch das gleich an der Seife einmal zeigen. Da habe ich nämlich geguckt. Also, hier sind wir bei den Deo-Geschichten. 38,70 hier Rexona. Mein Rexona Maximum Protection haben sie nicht. Muss aber auch ja nicht sein. Genau, Nivea gibt es. Hier haben wir noch diese Sprays. Meine Waschmaschine läuft im Hintergrund. Ich mache ja das Voice-Over später. I'm sorry. Und hier haben wir die Männer-Deo-Rons. Und hier sind wir jetzt bei den Tüchern, die man da kaufen kann. Was da oben ist, kann ich gerade gar nicht so richtig sehen. Ja, mein Lieben, also ihr seht, es ist alles vorhanden, was man auch bei einem normalen Rossmann findet. Hier sind die Seifen. Also wir haben hier einen Seifenpreis von 20,75. Der ist aber auch im Sonderangebot. Ich habe hier noch eine Seife gesehen, die teurer ist. 12 kostet das hier, diese Oliven. Die gibt es bei uns gar nicht, diese Olivenseife. Die Isana-Seifen ganz unten, da komme ich später nochmal zu, sind teurer. Also ich habe da einen teuren Preis gesehen. Kommen wir vielleicht nachher nochmal zu. Jetzt haben wir hier erst einmal die ganzen Haarfärbemittelchen. Die haben mich natürlich besonders interessiert. Hier ein Angebotspreis von 35 etwas. Und Garnier, da immer wo so ein Preisding ist, ist ein Angebot dran. Hier zum Beispiel 40,75 und ja, ich habe nur ganz oben für Blonde gesehen, aber nicht meine Stammfärbemittel, die ich so kenne und die ich schon mal benutzt habe. Kostet hier einmal 80 oder 72, ist ähnlich gelagert auch wie bei uns vom Preis her, ja, da macht sich das jetzt nicht so viel. Aber wie gesagt, bei der Seife habe ich es frappierend gesehen, dass die sehr viel teurer ist von Isana als bei uns. Ja, was haben wir denn da? Nagellacke, die ganzen Nagelgeschichten, da hinten wieder Kosmetik, da stehen zwei Frauen, deswegen gehe ich da immer nicht so hin, die Verkäuferinnen sind da, will die da auch nicht mal abfilmen. Hier haben wir, was sind das, Pflegestifte, ja, Lippenpflegestifte und Nägel für Knipser, Nagelknipser, Pinselchen, alles, was man für den Kosmetikbedarf so braucht. Ja, habe ich auch mal versucht, so ein bisschen die Preise zu filmen. Kann man nicht gut erkennen, müsste vielleicht mal so ein bisschen näher ranholen. Das kann man ganz gut mit dem Handy machen, dann könnt ihr das auch sehen. Stoppt einfach die Aufnahme und dann könnt ihr das ranzoomen. Für alle, die sich da nicht so auskennen, ich musste das auch erstmal herausfinden. Also einfach, also, ihr könnt auch während der Aufnahme ranzoomen bei den meisten Handys. Männer, Rasierwasser, Hobel, hätte ich fast gesagt. Und da kann man dann auch sich eindecken. Kommen wir gleich auch zu den Babysachen. Hier haben wir noch ein paar Tücher, so Wischtücher und so. Und da sind Verhütungsmittel, na klar, braucht man auch. Hier sind jetzt die Babygeschichten gleich daneben oder gleich gegenüber. Da bin ich immer ein bisschen rangegangen, interessiert ja viele. Hier die Feuchttücher. Preise einmal gezeigt. Da haben wir jetzt die Windeln, finde ich auch immer interessant. Hier ist aber ein Angebotspreis, nicht immer so günstig. Und jetzt kommen wir, Ultra Prima ist unser Pampers, kostet 268, glaube ich, oder ja, 269. Und für alle, die da Pampers wollen, ne, Ultra Prima ist in der Türkei, heißt das die Marke von Pampers, man sieht es ja auch. Und die teuerste Marke auch dort. Wir haben hier jetzt die Pflegeprodukte, die wir auch aus dem Rossmann in Deutschland kennen. Pampers ist natürlich auch da. Ne, Penaten, entschuldigt bitte. Und hier haben wir dann die Puder und die Ölsachen, so ein bisschen Badegeschichten. Kann man sich also auch gut eindecken. Jetzt bei uns in Alanya Mahmutlar.
Dort ist der Markt ja eröffnet, freut mich wirklich sehr, wertet auch den Stadtteil auf, weil man so hätte immer nach Alanya fahren müssen für solche speziellen Dinge auch. Ja, man bekommt vieles hier auch in den Supermärkten natürlich. Aber wenn man jetzt mal so was ganz Spezielles sucht, jetzt wie so ein Brei zum Beispiel oder diese Vollgemisch 124 übrigens mit 350 Gramm. Ich weiß, dass meine Schwiegertöchter immer nach Alanya fahren mussten, um sich diese Sachen zu kaufen. Klar gibt es auch hier im Mikros manchmal, aber doch nicht so viel. Da sind die Babybreie nochmal, die man zubereiten kann, mit dem Preis abgefilmt. Die haben sich dann immer die Vollgemilch in Alanya holen müssen, vor 4 Jahren oder 3 Jahren. Wann war das? Inzwischen ist das alles gar nicht mehr nötig. Und klar, es gibt ja auch noch einiges bei Mikros zu kaufen. Der ist ja auch immer ganz gut ausgestattet. Hier die Parfums für die Männer oder die Rasierwässerchen und daneben die Damen. Hier haben wir jetzt, glaube ich, Slip-Einlagen oder Binden oder all so ein Kram. Kenne mich da jetzt auch nicht mehr so aus, bin da ja schon seit 10 Jahren raus, muss ich gestehen, aus dem ganzen Thema. Und hier haben wir noch mal ein paar Shampoos im Angebot gehabt. Jetzt sind wir noch in, was ist das denn, Haarentfernung, glaube ich, und Fußpflege und so, oder? Das müsste das jedenfalls so sein, einmal kurz durchgegangen. Hier haben wir Strumpfhosen und Zopf- und Haarbänder sind hier ansässig sozusagen. Hier haben wir die Reinigungsmittel, auch wie bei uns in Deutschland, ähnlich aufgebaut. Hier haben wir nochmal wieder Shampoos und Duschgele, genau, Duschgele für 27,50 hier zu haben. Sebamed, Isana, interessiert mich immer, weil ich das immer so toll finde. Das Zitronengeschichtenzeug gibt es da auch. Ja, scrollt dran, stoppt den ganzen Kram, dann könnt ihr da genauer gucken, wie die Preise da gelagert sind. Hier haben wir noch Bürsten natürlich für das Baden und ja, einige andere Sachen, die man so gebrauchen kann. Duftsprays, Servietten sehe ich. Und da ist das Tierfutter, da werde ich auch noch mal näher rangehen. Das Regal ist ziemlich leer geplündert. Whiskas mit 67 Teller und die Branne im Pur Dings da 56 Liter. Ne? Rechnet euch aus, wie viel das ist. Es kommt mir günstig vor, ja. Ich habe gerade 35 bezahlt bei Migros, war aber auch mit der Migros-Karte, sonst wäre es auch, glaube ich, um die 56 gewesen. Hier haben wir noch die ganzen Schreibwarenartikel natürlich und die Abteilung der Sonderposten, nämlich die Ideenwelt. Die finde ich auch immer richtig interessant. Ich halte auch ein bisschen die Kamera auf einzelne Preise drauf. Wie gesagt, wenn ihr das nicht sehen könnt, wie ich jetzt hier, scrollt euch ran. Ich kann euch auch nicht sagen, ob die Ideenwelt aktuell ist gerade. Da habe ich jetzt gerade mal nicht nachgeschaut, fällt mir ein. Es kann natürlich sein, dass die schon so ein bisschen älter ist, weil es ja auch erst in die Türkei gefahren werden muss. Es stehen überall deutsche Geschichten drauf, ist also nicht auf Türkisch, ist mir aufgefallen. Also jedenfalls alles, was ich in der Hand hielt, war deutsch beschriftet. Ja? Logisch, ist ja auch aus Deutschland, der Herr Rossmann, oder so heißt er ja auch, glaube ich, gar nicht. Der gute Herr, dem der Laden gehört und die Kette. Ja, was haben wir jetzt hier? Da haben wir noch die, die Naturabteilung eben gehabt für Müsli und all so etwas. Hier haben wir Süßigkeiten, en masse. Entschuldigt bitte. Was ist das? 99 Teller. Ah, eine Kokosgeschichte hier. Kokosfett, Kokosnussfett. 99 Teller, ja, das ist ähnlich wie in Deutschland natürlich teuer. Ne? Fuß haben wir jetzt aber hier. Das kann ich gerade noch mal jetzt ganz eindeutig erkennen. Wo gehen wir jetzt hin? Die ganze Frauenabteilung wieder. Ne? Binden. Ich habe festgestellt, dass es viel mehr Binden und Slip-Einlagen gibt als diese Dinger da zum Reinstecken, ich komme auch da auf den Namen gar nicht mehr, findest du kaum, ja, also wenn kaum bis gar nicht. Kann sein natürlich, dass das so ein bisschen auch mit der Religion zu tun hat, dass man junge Mädchen da vielleicht nicht mit belastet mit so etwas. Genau, hier haben wir jetzt Gliss-Kur, nochmal Nahaufnahme im Angebot, aber ne, 41 etwas und die sind viel größer als bei uns. Ich habe jetzt nicht im Kopf, wie groß die Einwaage ist, habe ich in meinen Vlogs immer gezeigt. Auch das ist größer, ist bei uns viel kleiner, dieses Schuppengedöns.
jetzt gehen wir hier zu den Zahnpasten. Und ja, also alles da. Ich glaube, das fand ich jetzt eher uninteressant, weil man kann auch eine günstige Zahnpasta nehmen, ja. Nochmal Haarspray und Haarfärbe und einfach nochmal so ein bisschen durchgegangen, dachte ich mir, damit man nochmal ja, so einen Gesamteindruck von Weitem auch hat. Ich kann euch aber schon mal spoilern. Ich habe bei der Isana Geschichte mit dem Seifen. Isana Handseife habe ich geguckt eben und die kostet normalerweise, wir kommen aber auch gleich noch drauf, das ist fast doppelt so teuer dort, die normale Geschichte, als bei uns in Deutschland. Wenn ich euch das Beweis gleich nochmal zeigen könnte, wäre ich sehr dankbar. Wir gehen aber erstmal, Essence, seht ihr, ist total leer. Alterra gibt es auch, aber nicht gut ausgerüstet. Da waren die Damen nämlich eben davor, da konnte ich nicht so gut filmen. Außerdem flimmert es, das hat mit den Lichtern zu tun, die da sind. Das mag das Handy nicht so gern, dann flimmert das. Ist jetzt hier Show Pastel, kenne ich nicht, Alterra kenne ich natürlich. Hier nochmal die Nagellacke einmal gezeigt, in Nahaufnahme so ein bisschen geguckt, wie die Preise da so sind. Fand ich aber eher uninteressant. Deswegen Haarbürsten. Alles wie auch in Deutschland, ein bisschen kleiner vielleicht das Regal. So, und jetzt sind wir bei den Seifen. Hier, die kostet 20,76, der Nachfüll 27, ist aber Angebotspreis, kostet, ist dann umgerechnet 1,14 Euro, ja? So, und jetzt kommen wir da zu den normalen, die kosten dann nämlich 27 etwas, da dieses blaue Isana, und das sind 1,56, ja? Das heißt, normalerweise kostet die 75 Cent, jetzt zeige ich euch da noch einmal, wie wir da hingekommen sind. Da muss man nämlich dann reingehen und dann kommen wir da hinten zur Rossmann-Geschichte. Gleich im Abspann erzähle ich euch dann noch mal ganz genau, wie sich das mit der Isana-Seife verhält. Genau, also hier müsst ihr dann reingehen und dann kommt ihr eigentlich direkt auf Rossmann zu. Da müsst ihr halt einen der Eingänge benutzen, die die Jekta Mall im vorderen Bereich bietet. Und dann kommt ihr auch auf Rossmann zu. Das ist kein Problem. Sie liegt halt eben nicht in dieser vorderen Frontgeschichte. Ne? Deswegen muss man da in diesen Eingang dann rein, einen mittleren, so den mittleren Eingang. Mein Lieben, jetzt einmal ganz genau geschaut und drauf geguckt. Die Seife, von der ich euch erzählt habe, dass sie doppelt so teuer sei oder fast doppelt so teuer, ist keine normale Isana Handseife, sondern ist Isana Küchenseife. Das habe ich eben erst gesehen, als ich dieses Video geschnitten habe. Isana Küchenseife kostet bei uns 99 Cent in Deutschland und hier in der Türkei eben 1,59 Euro umgerechnet nach dem heutigen Kurs. Die Isana Handseife kostet umgerechnet 1,14 Euro hier in der Türkei, umgerechnet nach dem heutigen Kurs. Und in Deutschland 75 Cent. So, das sind so die Umrechnungssachen, die ich entdeckt habe, die ich gesehen habe. Jetzt muss man aber auch bedenken, dass die Isana Handseife im Angebot war und dass ich nicht weiß, wie viel sie denn dann normalerweise kosten würde. Dafür haben wir ja aber gesehen, der Löscher von Maybelline ist hier günstiger, 1 Euro, als in Deutschland, ich glaube sogar über 1 Euro. Also man muss immer ein bisschen gucken, aber ich glaube, wenn jemand Isana Handseife haben möchte, dann kann er das auch hier in der Türkei jetzt kaufen. Konnte er schon immer. Ich glaube, ich habe schon vor 7 Jahren, vor 6 Jahren habe ich schon in der Türkei bei Rossmann eingekauft, damals in Isparta. Ich war da ja ganz oft in Isparta, was übrigens gar nicht so weit weg ist von hier. Das ist in die Berge hoch, Antalya und hoch und nach Antalya und dann in die Berge, da wo das Rosens Rosenwasser auch herkommt. Isparta ist die Stadt der Rosen. Und da war ich sehr lange und sehr oft auch und dort habe ich schon bei Rossmann eingekauft und da gab es auch Deichmann und alles Mögliche. Aber so viel zu den Preisen hier in Alanya, in Mahmud Laj, bei uns in der neuen Filiale, die wir hier haben. Ein bisschen teurer kann man schon sagen, zumindest was die Seife anbelangt. Alles andere habe ich jetzt nicht geguckt, aber das könnt ihr dann gerne machen. Wie gesagt, der Kurs stand gestern 1 Euro zu 87 Euro.
Und da müsst ihr dann mal selber rechnen. Könnt ihr aber auch eingeben. Bei Google gebt ihr einfach ein, weil das werde ich auch immer wieder gefragt. Google eingeben und dann schreibt ihr Lira Euro und dann könnt ihr die Lira in dieses Ding reinschreiben und dann rechnet er euch sofort den Europreis aus. Das habe ich eben auch gemacht. Also ich bin nur der Lügner der Google-Umrechnung und weiß jetzt auch nicht genau, ob der das alles so richtig gemacht hat. Davon gehe ich mal aus. Das sind meine Beobachtungen. Wie gesagt, wenn ihr das anders beobachtet habt, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Würde mich überhaupt freuen, wenn ihr euch auch dazu mal äußert, für die, auch die Leute, die hier leben, ob das immer so ist, ob es immer teurer ist oder ob das jetzt nur so eine Momentaufnahme war oder ob ich vielleicht irgendwas falsch auch gesehen habe. Auch da immer rein in die Kommis, weil da gucken sich die Menschen das ja auch an. Viele meiner Zuschauer lesen sich die Kommentare ja durch und dann kann man da auch korrigieren, wenn ich irgendwas falsch gesagt habe. Wie gesagt, ich bin immer sehr schnell, ne? Guck immer sehr schnell durch und bin auch sehr, bin eher schnell statt gründlich, ne? Kann dann auch sein, dass ich da Fehler mache. Deswegen immer rein in die Kommentare damit. Mein Lieben, ich möchte mich jetzt aber von euch für heute verabschieden. Bedanke mich fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss!